Flo, du hast deinen Vertrag bei der Fortuna offiziell verlängert. Was bedeutet dir dieser Schritt für die Zukunft? Bedeutet mir sehr viel. Ich habe hier das Vertrauen bekommen, Bundesliga zu spielen. Habe das Vertrauen bekommen, mich hier zu zeigen, zweite Liga zu spielen. Bin als Stammtorhüter in die Saison gegangen und das zeigt mir einfach, dass der Verein weiter auf mich setzt und mir das Vertrauen schenkt. Du hast einen relativ steinigen Weg bis ins Tor gehabt, sage ich mal so. Wie hast du das hingekriegt? Was war da wichtig für dich? Geduld? Ja, das ist immer wichtig für den Torhüter, vor allem für den jungen Torhüter, viel Geduld mitzubringen, Leistung zu bringen auf dem Trainingsplatz, um dann in den Spielen sich zu zeigen. Was hat dich in erster Linie überzeugt in den Gesprächen mit den Verantwortlichen und im Generellen? Ja, einfach der Weg und wie wir die nächsten Jahre gestalten wollen. Und ich spüre einfach das Vertrauen und das spiegelt sich in dem, was jetzt gerade vollzogen wurde, wieder. Kommen wir kurz auf den Alltag zu sprechen. Wir haben einen relativ guten Lauf in der zweiten Liga, sind da in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Was erwartest du dir jetzt für die zweite Saisonhälfte mit der Mannschaft und was sind da deine Ziele? Dass wir einfach so weitermachen, wie wir jetzt die Rückrunde beendet haben. Also wir sind gut in Form. Wir sind jetzt ungeschlagen, glaube ich, seit dem Karlsruhe-Spiel und das gilt es jetzt einmal fortzufahren. Und dann bin ich mir sicher, dass wir am Ende sehr weit oben stehen werden. Es ist eine relativ enge getaktete Woche. Vorgestern war noch Hamburg, morgen ist schon wieder Würzburg. Kurzfristig, was erwartest du da für ein Spiel? Wie wird das? Ich denke, das wird ähnlich wie in Aue, also beziehungsweise in Braunschweig, da erwartet uns ein schwieriges Spiel. Würzburg macht es die letzten Wochen eigentlich sehr, sehr gut, wurde nie belohnt und da gilt es jetzt einfach dagegen zu halten, unsere Serie weiter auszubauen und dann möglichst die 3 Punkte mitzunehmen.